Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von dieser hübschen Mütze, die mit einer Wolle mit Farbverlauf gestrickt wurde. Eure Wolle sollte so dick sein, dass auf der Banderole steht, dass sie mit einer Nadelstärke von 3 bis 4,5 zu stricken geht. Ich habe zwei Nadelstärken verwendet, für das Bündchen eine 3er und für den Rest eine 4er. Wir schlagen insgesamt 88 Maschen an und es wird im Bündchenmuster gearbeitet, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. So lange stricken, bis wir eine Höhe von 5 cm erreicht haben. Und dann beginnen wir mit einem anderen Muster und auch mit der dickeren Nadel. Wir nehmen auch gleichzeitig zu. Wir stricken nun 8 Maschen in links, 8. Masche links auf der Nadel, geben den Faden nach hinten und stricken noch einmal eine verschränkte rechte Masche heraus. Fortlaufend wiederholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die 8. auf der Nadel lassen. Den Faden nach hinten geben. Und noch einmal aus derselben Masche eine rechte Masche herausstricken. Die ganze Reihe so stricken. Nun noch einmal 6 Reihen darüber stricken, so wie die Maschen erscheinen. Also 8 Maschen links. 1 Masche in rechts. Fortlaufend wiederholen. Insgesamt 7 Reihen von diesem Muster. Nachdem wir insgesamt 7 Reihen von diesem Muster gestrickt haben, folgen nun 4 Reihen nur mit rechten Maschen. Ein Faden markiert, wo die Runde zu Ende ist. Und nun kommen wieder diese linken Maschen mit diesen rechten. Wir schauen, dass wir genau die letzte dort haben, wo wir die rechte gestrickt haben. Nun kommt dieses Muster, aber wir versetzen es etwas. Wir stricken jetzt noch 2 linke Maschen und stricken dann eine rechte. Nun kommen wieder die 8 linken. Und die eine rechte. Das Muster ist um 2 Maschen nach links verschoben. Insgesamt 7 Reihen davon stricken. Und da sich das Muster um diese Maschen verschiebt, so müssen wir auch diesen Markierungsfaden immer wieder verschieben. Nachdem wir wieder 4 Reihen nur rechte Maschen gestrickt haben, stricken wir jetzt noch bis zu der nächsten rechten Masche, die hier verläuft. Und dann versetzen wir das Muster wieder, indem wir wieder 2 linke stricken und dann diese rechte. Also dieses Muster von den linken Maschen verschiebt sich wieder um 2 Maschen nach links. Auch insgesamt wieder 7 Reihen davon stricken. Und nicht vergessen, dass man diesen Markierungsfaden immer wieder verschiebt, dort wo die rechten Maschen verlaufen. Nach diesem System weiterarbeiten und nicht vergessen, bei den linken Maschen immer wieder bei diesen Balken dieses Muster um 2 Maschen nach links verschieben. Wenn wir insgesamt 5 dieser linken Balken gestrickt haben und oben als letztes die 4 Reihen rechts gestrickt haben, so können wir mit den Abnahmen beginnen.
Auch hier am Anfang wieder das Muster um zwei Maschen verschieben. Also wieder die zwei linken. Dann stricken wir ein rechte und die nächsten zwei linken zusammen. Fortlaufend wiederholen, beziehungsweise kommen jetzt erstmal 7 Maschen mit den zusammengestrickten 7 zählen. Die eine rechte, zwei linke zusammen. Diese wieder als erste Masche mitzählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die rechte und zwei Maschen links zusammen. Fortlaufend wiederholen. Dann eine Reihe darüber stricken ohne Abnahmen. Dann folgt wieder eine Reihe mit Abnahmen. Nach der rechten Masche stricken wir wieder zwei links zusammen und mit dieser Masche nur 6 Maschen stricken. Die rechte und wieder zwei zusammen. Fortlaufend wiederholen, also zwischen den rechten die zwei links zusammen und mit dieser Masche schon nur noch 6 Maschen in links stricken. Fortlaufend wiederholen. Wieder eine Reihe darüber stricken ohne Abnahmen und dann folgt wieder eine Abnahmereihe. So dass wir dann mit diesen zwei links zusammengestrickten Maschen nur noch 5 zählen. Nach diesem System weiterarbeiten, immer eine Abnahmereihe und wieder eine Reihe ohne Abnahmen, bis wir insgesamt wieder unsere 7 Reihen mit diesen links gestrickten Maschen haben. Dann wechseln wir das Muster und stricken wieder nur rechte Reihen und da die letzte Reihe von diesen links gestrickten eine Abnahmereihe war, so stricken wir nun die rechte Reihe ohne Abnahmen. Und nun geht es mit den Abnahmen weiter in den rechten Maschen. Und bevor das Ganze zu eng wird, müssen wir auf ein Nadelspiel wechseln. Wir stricken nun die ersten zwei Maschen rechts zusammen. Danach folgen 3 gestrickte Maschen in rechts und wieder 2 zusammen. Fortlaufend wiederholen. 3 Maschen in rechts stricken. 1, 2, 3 und 2 Maschen rechts zusammenstricken. Fortlaufend wiederholen. Danach eine Reihe darüber stricken in rechts ohne Abnahmen. Danach beginnen wieder die Abnahmen, die ersten 2 Maschen rechts zusammen, dann nur noch 2 Maschen stricken und wieder die nächsten 2 Maschen rechts zusammenstricken. Fortlaufend wiederholen, 2 Maschen zusammenstricken in rechts und 2 rechte Maschen stricken. Da nun die 4 Reihen in rechts beendet sind, folgen nun wieder die linken Maschen und auch hier wieder mit dieser rechten Masche. Wir stricken jetzt 2 links zusammen und eine in rechts, 2 links zusammen, eine in rechts, 2 links zusammen, eine in rechts, fortlaufend wiederholen. Eine Reihe in links darüber stricken ohne Abnahmen und dabei achten wir wieder auf diese rechte Masche. Und nun stricken wir immer nur 2 Maschen links zusammen und übergehen einfach diese rechts gestrickte Masche. Immer nur 2 Maschen links zusammenstricken, die ganze Reihe. Dann haben wir nur noch wenige Maschen auf der Nadel, dann können wir den Faden großzügig abschneiden, ihn durch eine Nadel geben, alle Maschen aufnehmen,
fest zuziehen und den Faden sauber vernähen, wie auch den Anfangsfaden sauber vernähen. Und dann ist die hübsche Mütze auch schon fertig. Man kann sie auf zwei verschiedene Arten tragen, einmal ein wenig gestaucht, dann ist sie an der Seite ein wenig dicker oder so lang gezogen, dann kann man sie als Beanie tragen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.